Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 554. Ich bin Tobi, ich lese euch heute Immanuel Kant vor aus der Kritik der reinen Vernunft. Davor gibt es ein kurzes Gedicht von Rainer Maria Rilke und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ein richtiges Thema für die heutige Episode habe ich nicht, es wird so ein bisschen gemischt Warenladen oder ein bunter gemischter Salat. Aber bevor es dahin geht, komme ich auch nochmal zum Haltungsblock, denn dies ist eine Episode mit einer geraden Episodenzahl und in geraden Episoden mache ich mich gerade und es gibt einen Haltungsblock, da geht es dann heute um Haltung tatsächlich. Im heutigen Haltungsblock möchte ich noch einmal kurz auf die Unterscheidung zwischen Haltung und Politik eingehen und die ist leider nicht ganz so trennscharf, aber ich habe für mich ein paar Trennlinien gezogen, wo ich sage, das hier ist keine Politik. Es gibt häufig so die Aussage, Politik hat hier nichts verloren. Zum Beispiel im Fußball, zum Beispiel in Schulen, zum Beispiel in, ne? Also es gibt so bestimmte Felder, wo es heißt, halt hier mal die Politik raus. Wir haben sogar eine Dorf-WhatsApp-Gruppe, wo Politik angeblich rausgehalten werden soll. Viele Dinge, die dort aber ausgespart werden sollen, haben für mich nichts mit Politik zu tun, sondern eher mit Haltung. Und das ist zwar nicht ganz trennscharf auseinanderzuhalten, wie ich schon gesagt hatte, aber Politik ist für mich immer das Abwägen und ein Kompromiss. Also in einer Politik gibt es zwei unterschiedliche Haltungen. Wir sollten mehr Geld für Kindergärten bereitstellen, wir sollten weniger Geld für Kindergärten bereitstellen. Und dann kommen ganz viele andere Faktoren dazu. Und irgendwann einigt man sich auf irgendwas, meistens in einem Kompromiss, wo noch andere Sachen mit rein definiert werden. Gibst du mir dies, gebe ich dir das und so weiter und so fort. So funktioniert Politik. In einigen Themen funktioniert das aber nicht. Also zum Beispiel beim Thema Antisemitismus. Da ist für mich einfach kein Kompromiss denkbar. Also egal, was man mir anböte, zum Beispiel, weiß nicht, wir schalten sofort alle Kohlekraftwerke ab. Das ist ja irgendwie eine Forderung, die könnte man haben. Dafür wollen wir aber ein bisschen Antisemitismus. Das gibt's nicht. Also das ist halt nicht verhandelbar. Menschenfeindlichkeit ist ein unpolitisches Thema in dem Sinne, dass es dort keinen politischen Kompromiss geben kann, sondern das ist eine Haltungsfrage. Und jedes Mal, wenn es dann zum Beispiel im Fußball um Menschenverachtung geht, und dann sich jemand über Menschenverachtung aufregt, wie jetzt zum Beispiel zuletzt beim Fall des türkischen Nationalspielers Demiral, der diese Wolfsgeste gemacht hat, die das Erkennungszeichen einer rechtsextremistischen Organisation in der Türkei ist. Das hat was mit Menschenverachtung zu tun und nicht mit Politik. So, und da kann man natürlich sagen, Politik hat im Stadion nichts verloren. Das war aber gar nicht Politik, das war Haltung, es war menschenverachtende Verhaltung. Und er hat natürlich erst recht nichts verloren, davon mal ganz abgesehen, aber es ist eben nicht, hat da nichts verloren, weil Politik da nichts verloren hat, sondern weil Menschenverachtung halt einfach nicht verhandelbar ist und auch nicht irgendwie repräsentiert werden sollte, meiner Ansicht nach. Und das, finde ich, ist eine wichtige Unterscheidung. Und in vielen Diskussionen, wenn dieses Totschlagargument, Politik hat hier nichts verloren, kommt, möchte ich euch das als Handreichung geben. Da könnt ihr einfach sagen, Moment mal, das hier ist aber nicht Politik, das ist nicht zu verhandeln, sondern das ist eine Haltungsfrage und schon ist man auf einer anderen Ebene unterwegs. Ja, und hat Politik was im Fußball verloren? Ich glaube tatsächlich wirklich nicht unbedingt, wenn dann nämlich Politik der Kompromiss zwischen zwei unterschiedlichen politischen Haltungen ist, mehr Geld für Kitas, weniger Geld für Kitas, dann hat das vielleicht wirklich nichts im Fußball zu tun. Vielleicht auch schon, also vielleicht ist es auch gar nicht so wichtig. Was aber auf jeden Fall was im Fußball zu tun, zu finden haben sollte, ist Haltung. So, und wenn das natürlich eine Haltung ist, die gegen die Menschenrechte verstößt, dann ist das gut, wenn sie da sichtbar wird, dann kann man dagegen ankämpfen. Viel besser ist natürlich, wenn eine Haltung wie das Einhalten von Menschenrechten im Fußball sichtbar gemacht wird, damit das eben ganz klipp und klar ist. Wir sind, also Fußball findet in der Öffentlichkeit statt. Wenn jemand
weiß nicht, auf dem Bolzplatz irgendwie privat Fußball spielt, ist das völlig egal, ob da Haltung oder Politik stattfindet oder nicht. Von mir aus können auch Gemeinderäte auf dem Bolzplatz die Zustimmung zu einem B-Plan ausbolzen oder nicht. Das ist völlig egal. Der Fußball in der Öffentlichkeit, also die aktuell stattfindende Europameisterschaft in Deutschland oder Bundesliga-Fußball oder sowas, da hat Haltung was verloren. Da sollten Vereine Haltung zeigen, denn das ist in der Öffentlichkeit, das hat Öffentlichkeitswirkung, das hat Vorbildcharakter und deswegen sollte Haltung dort immer gezeigt werden. So viel zum Haltungsblock, der war auch schön kurz heute. Mal gucken, wie lang die ganze Episode wird. So, aber bevor es jetzt losgeht, habe ich noch etwas für euch, und zwar Werbung. Ihr wisst, eigentlich mache ich hier keine Werbung. Das hier ist auch keine kommerzielle Werbung, sondern für ein Projekt, das mir am Herzen ist, wo ich dieses Jahr vermutlich nicht dabei sein kann. Aber ihr solltet euch das überlegen, denn Podstock ist geil. Die Chronik der Stadt Damme erzählt vom Piratenschiff Podstock, welches vor 10 Jahren in See stach, um in einem epischen Kampf die besten Zutaten für ein Podcast-Festival zu ergaunern. Na los, her mit dem Kopfhörer, sonst hau ich dir das Mikrofon über deine Rübe. Keine falsche Bewegung, du Audio-Armleuchter ohne RSS-Feed. Na los, Crew, Bühne entern und alles einsammeln, was nicht nied- und nagelfest ist. Und die große Pfanne nehmen wir auch mit. Und nachdem das Schiff auf allen 7 Weltmeeren unterwegs war, läuft es einen weiteren, spektakulären Ort an. Den Dümmer See. Erlebe vom 13. bis 15. September 3 Tage lang Podcasts auf der Bühne, spannende Workshops, leckeres Essen und knisterndes Lagerfeuer mit der podcastigsten Piratinnen-Crew, die je am Dümmer See war. 10 Jahre Podstock. Tickets und alle Infos gibt es auf podstock.de. Ich hatte eingangs gesagt, so ein richtig krasses Thema habe ich gerade gar nicht. Es gibt ja in dem, Discord, genau, in diesem Forum, was ich gemeinsam mit ein paar Hörerinnen und Hörern habe, also der Discord, wie heißt das, Server? Genau, so, mik.fm/Discord, falls ihr das nicht kennt, discord, mik.fm/Discord. Da kommt ihr in diese Community rein und da könnt ihr euch austauschen. Da gibt es eine sehr rege Diskussion zum Thema Haltung. Ja, das finde ich ganz gut. Ich beteilige mich da eher selten. Ich greife nur dann ein, wenn ich das Gefühl habe, hier geht es irgendwie aus dem Ruder. Oder wenn ich denke, ich habe da was Interessantes beizusteuern. Aber es gibt insbesondere auch einen Kanal, der heißt Themenvorschläge. Und da könnt ihr Themen vorschlagen, deswegen heißt er so. Und es gibt ganz oben in diesem Kanal Themenvorschläge einen angepinnten Post. Da habe ich quasi meine öffentlich gepflegte, beziehungsweise nicht besonders gut gepflegte Themenliste, die ich noch abarbeiten will. Da habe ich eben drauf geguckt und ehrlich gesagt, so richtig die Knallerthemen, die ich jetzt heute hier diskutieren wollen würde, habe ich da nicht drauf. Ich kann nochmal eben hingehen. Themenvorschläge. Dass man oben auf diese Stecknadel klicken und dann kann man da auf Springen gehen. Dann ist man da. Aktuelle Themenliste, Fernsehserien. Genau, ich habe mal überlegt, ich könnte mal was zum Thema Fernsehserien sagen. Andererseits kann man da auch einfach die Kulturpessimisten hören, die sagen viel bessere Sachen über Fernsehserien. Da habe ich gedacht, ich könnte mal eine Episode machen über Fernsehserien aus den 80ern, aus meiner Kindheit quasi, mit denen ich groß geworden bin. Ein Colt für alle Fälle und sowas. Eine lange Liste angelegt mit Serien, die ich dort erwähnen könnte. Aber ob das eine ganze Episode ist, ich weiß nicht. Und dann habe ich da Sorge, dass ich irgendwas vergesse. Und es gibt natürlich ganz viele aktuelle Serien, über die ich total gerne reden würde, aber wo ich auch nicht nerdig und schlau genug bin oder reingenerdet genug bin, um da schlaue Sachen zu sagen. Aktuell schaue ich House of the Dragon, die 2. Staffel. Ich habe sehr, sehr gerne geguckt. Three Body Problem, ganz tolle Serie, Miniserie, keine Ahnung, kurze Serie. Aber genau zu dieser Serie gab es auch bei den Kulturpessimisten gerade was ganz Schlaues. Schöne Grüße an dieser Stelle übrigens. Und ja, weiß ich noch nicht, ob ich da was mache. Der Sinn des Lebens habe ich da draufstehen auf meiner aktuellen Themenliste. Das ist aber eher so ein Running Gag.
Weil wenn ich den wüsste, würde ich ihn euch sagen. Ich glaube, das mache ich in einer anderen Episode, nicht heute. Da steht hier Karriere in unterschiedlichen Firmen. Das könnte ich nochmal machen, aber da müsste ich mich auch ein bisschen darauf vorbereiten. Also es war so die Frage, es kam glaube ich auch von einer Hörerin oder einem Hörer, der gerne wissen wollen würde, wie ich so meine Karriereplanung gemacht habe oder was so meine Karriere ist. Teleskope war mal wieder die Frage, Astrologie, Astronomie natürlich. Astrologie kann ich auch was zu sagen, nämlich ist Quatsch. Also kann man sich natürlich gerne mit beschäftigen. Es ist allerdings außer Hokuspokus nicht viel zu holen beim Thema Astrologie. Astronomie ist das, wo man in den Himmel guckt und sich überlegt, wie wohl das Universum beschaffen ist, entstanden ist, sich weiterentwickelt. Ja, und Smart Home, smarte Gadgets war mal eine Frage. Habe ich mir auf die Themenliste geschrieben, weil ich das Thema interessant fand, aber da wüsste ich auch gar nicht, wo ich anfangen und aufhören soll. Aber ich kann erzählen, dass ich gerade heute einen neuen Stromzähler bekommen habe. Wir haben das Haus hier 2005 gebaut, also vor 19 Jahren. Und da hatten wir noch so einen Ferraris-Stromzähler drin, so ein schwarz, also im Stromkasten, da wo die Sicherungen sind, da ist der Stromzähler. Und ein Ferraris-Stromzähler ist der, wo drin so ein Rad verbaut ist, das sich dreht, das an einer Stelle rot markiert ist, damit man sehen kann, wann es sich einmal rumgedreht hat. Und dann halt so ein mechanischer, so ein Zählwerk, das dann halt die Kilowattstunden zählt, die man verbraucht hat. Ja, so, wenn man so einen Ferraris-Stromzähler hat, dann darf man zumindest bei uns hier in der Region kein Balkonkraftwerk betreiben, weil wenn man mehr Strom produzieren würde, als man verbraucht, dann würde sich dieser Ferraris-Zähler rückwärts drehen. Und das wollen die, also da würde man ja einspeisen. So, und das wollen die Stromwerke natürlich nicht, weil man für die Einspeisung von Strom eine ganz andere Vergütung bekommt, als man für den Strompreis bezahlt. Außerdem, also das ist ganz, aus verschiedenen Gründen ist das ganz kompliziert und nicht erwünscht. Deswegen braucht man einen moderneren Stromzähler, entweder einen elektronischen oder sogar einen Smart Meter. Eine intelligente Messstelle heißt es, glaube ich, eigentlich. Und da habe ich dann mal, also nicht, weil ich ein Balkonkraftwerk betreiben will, sondern weil ich gerne einen dynamischen Stromtarif verwenden möchte, habe ich dann mal bei meinem Netzbetreiber, dem EWE-Netz, der EWE-Netz, nachgefragt, ob ich das denn bekommen könnte. Und dann gab es sogar so ein Online-Formular, das konnte man ausfüllen. Da musste ich dann ankreuzen, dass ich irgendwie 100 Euro Installationsgebühr bezahlen soll. Und ja, habe dann auch irgendwie einen Brief bekommen, eine E-Mail und einen Brief, dass das dann im Frühjahr 2024 passiert. Also ich habe das im Dezember 2023 gemacht. Dann passiert aber nichts. Und jetzt habe ich da mal nachgefragt, angerufen. Ja, nö, ich sehe hier gar nichts. Ja, gucke ich mal. Und zwei Tage nach dem Anruf dort bekam ich einen Anruf zurück von einem Installateur. Das war am Freitag letzter Woche. Heute ist Montag, der 8. Juli 2024. Und heute waren sie schon da. Also am Freitag fragten sie, ja, haben sie Montag Zeit? Okay, klar. Ja, wir kommen um 14 Uhr. Und es dauert halbe, dreiviertel Stunde und sie haben 10 Minuten lang keinen Strom, weil das wir irgendwie alles trennen müssen. Aha, na gut. Hier waren sie tatsächlich dann schon 20 vor 2, nicht um 14 Uhr. Und um 10 vor 2 waren sie schon wieder weg. Also, oder weiß ich nicht, die waren insgesamt keine Viertelstunde, waren sie hier im Haus, haben 2 Minuten nur den Strom ausgehabt und das war irgendwie viel besser, als ich erwartet hatte, viel schneller, als ich erwartet hatte. Und jetzt habe ich so eine intelligente Messstelle und kann jetzt einen dynamischen Stromtarif abschließen mit einem Stromanbieter. Ab 2025 sind alle deutschen Stromanbieter dazu verpflichtet, einen dynamischen Stromtarif anzubieten. Die ersten haben das auch schon. Allerdings machen viele das so, dass das dann nur in einem bestimmten Bereich möglich ist. Ich bin im Moment bei den Hamburger Energiewerken, weil die einen ganz guten Ökostrom- und auch Ökogas-Tarif haben. Und damit war ich auch sehr zufrieden und glücklich. Allerdings
habe ich jetzt mal geschaut und dynamische Stromtarife gibt es dort auch angeblich jetzt schon. Ich habe da angerufen, tatsächlich jetzt noch nicht, aber nur für das Hamburger Stadtgebiet. Und ich bin nicht im Hamburger Stadtgebiet, also geht das nicht. Und dann sieht das wohl so aus, als ob viele von den Stromanbietern dann, ja klar, dynamisch gern, aber dann nur da, damit es irgendwie möglichst wenig macht. Ich weiß das nicht genau. So, warum will ich überhaupt einen dynamischen Stromtarif haben? Ich habe ein Elektroauto und eine Wallbox und ich lade das Auto im Wesentlichen hier zu Hause. So, und bei einem dynamischen Stromtarif hängt der Strompreis tatsächlich vom aktuellen Börsenstrompreis ab. Da wird also stündlich angepasst, was kostet der Strom gerade an der Börse, und entsprechend muss man dann auch bezahlen. Und das, ja, hat verschiedene Effekte. Also wenn gerade viel Strom gebraucht wird, dann steigt der Strompreis an der Strombörse. Wenn aber gerade viel Strom verfügbar ist und wenig gebraucht wird, dann sinkt der Strom. Zum typischerweise nachts, wenn der Wind weht, dann hat man viel Ökostrom im Netz, Windstrom. Und der ist dann halt sehr günstig zu haben. Tatsächlich werden ja nachts häufig sogar Windkraftwerke abgeschaltet, weil einfach zu viel Strom im Netz ist. Oder tagsüber, mittags, wenn die Sonne scheint, dann hat man auch mal viel Solarstrom, auch mehr als nötig. Die kann man gar nicht so leicht trennen. Oder kann man vielleicht sogar, weiß ich gar nicht, kann man Stecker rausziehen. So, zumindest ist Strom manchmal sehr günstig. Und wenn aber gerade viel Strom benötigt wird und nicht so viel da ist, dann ist der eher teuer. So, und dann kann man das ja so machen, wenn man einen dynamischen Stromtarif hat, dass man genau dann, wenn der Strom gerade sehr günstig ist, teilweise sogar negativ, also an der Börse, die dynamischen Stromtarifanbieter schlagen dann natürlich noch irgendwas an Gebühren so drauf, das ist nie wirklich, man bekommt als Privatkunde nie wirklich Geld dafür, dass man Strom verbraucht. Aber man kann es sehr günstig bekommen, also weit unter 20 Cent pro Kilowattstunde, wenn man das geschickt legt. Und das ist bei einem Elektroauto, das an der Wallbox geladen werden soll, natürlich einfach zu machen, dass man es dann abends anschließt, aber gar nicht direkt anfängt mit dem Laden, sondern erst nachts, wenn der Strom über ist und sehr günstig ist. Und das hat auf beiden Seiten positive Effekte. Bei mir hat das den positiven Effekt, dass ich weniger Geld für den Strom bezahle, mit dem ich mit meinem Auto rumfahre. Und es ist auch netzdienlich. Also es ist ja, wäre ja für die Stromproduzenten ganz gut, wenn sie nicht ständig irgendwie Windkraftwerke ausschalten müssen, nur weil zu viel Strom da ist. Also Netzdienlichkeit bedeutet alles, was man irgendwie, was diese Spitzen rausnimmt und stattdessen in der Breite das macht, das ist dann ganz hilfreich. Dafür sind Batterien ganz gut. Ich habe eine große Batterie in meinem Elektroauto und warum soll das nicht der Netzdienlichkeit helfen, wenn es mir auch noch hilft, Geld zu sparen? Ich habe auch überlegt, einen Stromspeicher fürs Haus anzuschaffen, der halt nachts oder mittags, wenn gerade wenig Strom, also wenn viel Strom im Netz da ist und der Strompreis günstig ist, sich irgendwie auflädt und dann irgendwie wieder abgibt, wenn ich abends nach Hause komme und mir ein Spiegelei braten will. Aber da habe ich noch nichts gefunden. Wenn man nach Stromspeichern sucht, dann findet man eigentlich nur Stromspeicher, die dann mit Photovoltaik geladen werden. Aber eine Photovoltaikanlage auf dem Dach habe ich gar nicht. Ich habe nämlich einfach nur eine sehr große Dachfläche nach Norden. Und so richtig sinnvoll ist es nicht da, eine Solaranlage drauf zu bauen. Nach Süden hin habe ich nicht so viel Dachfläche und da ist eine Warmwasseraufbereitung, wie heißt das? Eine Solarthermie, genau. Für halt Warmwasser und Heizung im Haus. Ist natürlich ein bisschen doof, weil am meisten Sonne erntet man im Sommer und im Sommer braucht man am wenigsten Warmwasser, also vor allem in der Heizung natürlich. Und im Winter, wo man das Warmwasser für die Heizung bräuchte, ist halt weniger Sonne auf dem Dach, womit man dann die Heizung unterstützen kann. Es ist trotzdem ganz hilfreich, die Heizkosten zu senken. Ich habe jetzt keinen Bedarf, die Solarthermie abzubauen, aber eine Photovoltaik könnte man natürlich im Sommer ordentlich ernten und dann vielleicht einspeisen, was dann wirklich über ist oder so. Aber auch da gilt natürlich im Winter, wenn man zum Beispiel eine Wärmepumpe hat, dann verbraucht man im Winter mehr Strom und kann aber weniger ernten. Naja, ist halt so, wie es ist.
Eine Photovoltaik ist bei uns nicht so richtig dolle sinnvoll. Und dann finde ich es besser, wenn Photovoltaikanlagen dort auf die Dächer kommen, wo es sinnvoll ist. Oder eben auf die Felder, Freiflächenphotovoltaik, wo dann noch Agri-Photovoltaik, wo dann noch Landwirtschaft drunter betrieben werden kann. Und ich kaufe dann einfach den Strom von dort, wenn es billig ist. Ja, genau. Ist das jetzt smart? Ja, also klar, das Auto dann zu laden, wenn der Strompreis günstig ist, das geht, glaube ich, als smart durch. Ansonsten habe ich hier keine smarte Haustechnik, die irgendwie Fenster schließt, Fenster öffnet, Lüftung smart steuert, Licht smart steuert, habe ich alles nicht. Weiß ich nicht. Habe ich irgendwas Smartes? Ah ja, ich habe ein. Ach, das erzähle ich vielleicht lieber gar nicht. Doch, kann ich erzählen. Ich glaube nicht, dass ich jetzt gehackt werde. Ich habe einen smarten Heizungsthermostaten. Also wir haben eine Fußboden- und Wandheizung im Haus. Das heißt, die Thermostate sind gar nicht an irgendwelchen Heizkörpern und könnten das dann irgendwie regeln, sondern man hat in den Zimmern einen Fühler und einen Regler und die sind dann mit Kabelchen an den eigentlichen Stellantrieben verbunden. Die sind aber zentral an einer anderen Stelle, halt da, wo die quasi Leitungen für die Fußboden- und Wandheizung auseinandergehen. So, und eine von diesen Leitungen ist leider kaputt. Ich weiß nicht genau, was da ist. Zumindest hat das bei uns im Schlafzimmer irgendwann nicht mehr funktioniert und die Heizung ging halt nie mehr an. Das heißt, da mussten wir dann das elektrisch gesteuerte den Stellantrieb irgendwie rausnehmen und haben dann stattdessen immer einen manuellen Stellantrieb gehabt. Der war aber dann oben im Flur und nicht im Schlafzimmer. Hinter so einer Klappe. Immer wenn wir nochmal warm haben wollten, mussten wir da irgendwie manuell aufdrehen, dann manuell wieder zudrehen, wenn es irgendwie dann warm geworden war. Nicht besonders praktisch. So. Und da habe ich jetzt mal von Fritz mir so einen smarten Heizungsdingsbums gekauft und dazu noch einen smarten Temperaturfühler, der dann im Schlafzimmer ist und dann übers WLAN die Heizung steuert. Ja, das ist smart und ich hoffe, dass es auch so safe ist, dass jetzt keiner kommt und mir das hackt. Bitte nicht. Nicht, dass es dann auf einmal irgendwie 40 Grad im Schlafzimmer ist. Das mag ich nämlich nicht. Eigentlich brauche ich das Schlafzimmer eher kühl und der Thermostat steht auch irgendwie auf 19 Grad oder so. So, vielleicht 19,5 oder so. Aber im Sommer ist unser Schlafzimmer viel zu warm. Das ist nämlich nach Westen raus, da wo die Sonne untergeht, im Obergeschoss. Und da knallt halt abends die Sonne drauf. Und das Schlafzimmer heizt sich dann immer sehr auf. Und es ist ganz schwierig, das wieder runter zu kühlen. Auch wenn nachts das Fenster auf ist, haben wir eigentlich ja, den ganzen Sommer über 23 bis 28 Grad im Schlafzimmer und das ist mir zum Schlafen eigentlich zu warm. Nun, ja, jetzt habe ich das Thema eigentlich abgehakt. Jetzt könnte ich das irgendwie hier von der Liste nehmen. Smarte Gadgets. Zählt meine Uhr als smart? Also ich habe eine Smartwatch, aber das ist eigentlich so eine Laufuhr von Suunto mittlerweile. Früher war ich auf Garmin, aber ja, wahrscheinlich gilt die als smart, weil die zeigt mir auch Notifications von meinem Handy an. Also wenn ich auf meinem iPhone eine Benachrichtigung bekomme von irgendeiner App, also WhatsApp zum Beispiel, gibt ja eine Benachrichtigung, wenn eine neue Nachricht kommt, dann erscheint die auch auf meiner Uhr. Aber meistens habe ich das auch aus, weil das eher nervt. Das heißt, in der Regel ist auf meiner Smartwatch ein digital gerenderter Zeiger, nee, zwei davon. So ein ganz paar Informationen, also Akkustand von der Uhr und das Datum. Und wenn ich, oh, nur wenn ich Sport mache, dann wird sie halt sehr smart und macht irgendwie Pulsmessungen im Handgelenk und GPS und zeichnet halt die Strecke auf und alles Mögliche. Überträgt das dann alles und synchronisiert sich mit Strava. Ja, naja, so ein Handy an sich ist ja auch schon smart, ne? Das heißt ja auch Smartphone, klar. Aber ich glaube,
dass es als eine Smartness, die schon so weit verbreitet ist, das ist nichts Besonderes mehr. Super, habe ich das Thema abgehakt. Ja, und das war's auch schon. Mehr Themen stehen da gar nicht drauf. Das heißt, falls ihr Themen habt, die ihr gerne mal hier von mir im Einschlafen-Podcast überdacht haben wollt, dann schreibt es da gerne rein. Ich kann allerdings nicht versprechen, dass ich sie dann hier auch rannehme. Also, dass ich sie erstens auf diese Liste tue und dann auch irgendwann hier drankomme, ist nicht unbedingt gegeben, denn das Thema muss mir ja liegen und ich muss das Gefühl haben, dass ich dazu eine halbe Stunde mindestens frei sprechen kann. Zum Thema Smart Gadgets hätte das jetzt zum Beispiel aber nicht passiert. Das waren jetzt irgendwie, keine Ahnung, 20 Minuten habe ich jetzt, 25 Minuten. Wie viel davon war jetzt Smart Gadgets? Ich hatte irgendwie 6 Minuten Haltungsblock. Weiß nicht, vielleicht 10 Minuten oder so. Das reicht nicht als Thema. Also es ist nicht ergiebig genug. Das kann dann eher in so eine Sammelfolge wie heute mit rein. Und zu einigen Themen, die dort vorgeschlagen werden, kann ich halt auch gar nichts sagen. Oder irgendwie nur 3 Sätze. Und das hilft dann ja auch niemandem weiter. Also seid mir nicht böse, wenn ich eure Themenvorschläge nicht aufgreife. Was ich jetzt aber noch erzählen wollte, ist Reisevorbereitung. Denn was ihr alle am liebsten mögt, nein, nicht alle, aber was viele von euch mir regelmäßig schreiben, was sie im Einschlafen-Podcast am liebsten mögen, sind Reiseberichte. Und dieses Jahr werden wir reisen. Und zwar nicht wie letztes Jahr nach Koblenz für einen Umzug. Das war ja letztes Jahr unser Urlaub, dass wir 2 Wochen in Koblenz waren und eine Woche davon war Umzug, Kisten schleppen, IKEA, Möbel aufbauen. Immer noch denkwürdig, wie ich mit den Nachbarjungs den Kühlschrank hochboxiert habe. Ja, schöne Erinnerung an diese sehr anstrengende Zeit. Und dieses Jahr wollen wir es anders machen. Wir wollen wirklich Urlaubsreise machen und nicht Arbeitsreise. Das erste Mal seit langer Zeit und auch das erste Mal wieder ins Ausland. Wobei, vorletztes Jahr waren wir auch im Ausland. Und geschäftlich reise ich ja auch ins Ausland. Also, wir wollen nach England und zwar nach London für 5 Tage und danach nach Cornwall für 5 Tage, nach Newquay und dann nach Oxford für weitere 5 Tage. Also 15 Tage oder 16 Tage, 15 Nächte sind wir unterwegs und da sind wir in der Vorbereitung gerade. Geht bald los und wir planen schon, was wir denn alles machen wollen. Denn das sind ja 3 sehr unterschiedliche Stationen. In London ist irgendwie Highlife in Tüten. Eine sehr große Stadt. Wer von euch noch nie in London war, man kann es sich nicht vorstellen, wie groß diese Stadt ist und laut diese Stadt ist. Natürlich irgendwie gibt es noch größere Städte. Ich meine, Paris ist auch groß, New York ist noch größer, Mexico City kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Oder Jakarta sind, glaube ich, so die größten Städte, die mir gerade so in den Kopf kommen. In Indien gibt es natürlich Riesenstädte mit Neu-Delhi und so. Aber London ist schon groß, also wirklich beeindruckend groß, also größer, als man es irgendwie erfassen kann und eben auch vielfältig, weil es viele sehr unterschiedliche Stadtteile gibt. Das kenne ich natürlich auch aus Hamburg, klar. Die Sternschanze ist ganz anders als Püsseldorf. Blankenese ist anders als Barmbek Süd und Wilhelmsburg ist anders als Neuwiedental. Wobei, nicht so. Doch, schon. So, und in London gibt es halt ganz viele, also gibt es natürlich die Innenstadt, wobei die Innenstadt schon aus mehreren Stadtteilen besteht, was man so als Innenstadt wahrnimmt. Direkt an der Themse zwischen Westminster und Tower Bridge vielleicht, so der Bereich, keine Ahnung. Aber da ist schon irgendwie nördlich der Themse, ist anders als südlich der Themse. Und dann gibt es noch diese ganzen anderen Stadtteile. Shoreditch ist ein bisschen weiter nördlich. Da ist das Büro von Adobe schon wieder irgendwie ganz anders, so ein bisschen hipstermäßig, so ein bisschen Sternschanze, nee, auch nicht. Ein bisschen, kann man das denn, Hamburger Stadtteil, Altona vielleicht? Nein, es ist unvergleichlich, das kann man nicht vergleichen. Und ich war auch noch nicht oft genug in London, um wirklich ganz genau beschreiben zu können, was wie ist. Ich bin ja
Januar in London gestrandet für eine Nacht und war dann irgendwie kurz in der Stadt, um mir eine Unterhose zu kaufen. Und da waren wir am Piccadilly Circus und von da aus bin ich dann nach Norden getorkelt zu irgendeinem Klamottenladen, wo ich mir dann irgendwie Unterhosen gekauft habe. So, und da waren, bin ich bei diesen ganzen Musicals vorbeigekommen. Also es gibt ganz viel zu entdecken. Für die meisten wahrscheinlich, sogar Leute, die in London wohnen, haben wahrscheinlich ganz viel zu entdecken. Das gilt für jede große Stadt. Das gilt auch in Hamburg. Gibt es, glaube ich, viel zu entdecken, was ich noch nicht kenne. Obwohl ich ja gar nicht in Hamburg wohne, aber ich identifiziere mich halt immer als Hamburger, weil ich da 11 Jahre gelebt habe und dort arbeite und sehr viel Zeit dort verbringe und ich quasi im Speckgürtel wohne. Ja, da freue ich mich drauf. Das Hauptziel in London ist tatsächlich ein Musical und zwar Hamilton. Wir sind alle große Hamilton-Fans, haben es auch in Hamburg schon gesehen. Da läuft es ja leider schon nicht mehr. Hamilton auf Deutsch hat anscheinend nicht so gefruchtet, ist nicht so gut angekommen, was sehr, sehr schade ist, weil ich bin kein Musical-Fan. Also es gibt Musicals, die ich gerne mag. König der Löwen ist ein sehr, sehr schönes Musical. Aber die meisten Musicals nehme ich wahr als komische, einfache Popmusik mit Texten, die nicht ganz passen. Das ist so für mich die Definition von Musicals und das wird dem Ganzen natürlich überhaupt nicht gerecht. Mein Sohn wird mich hassen für diese Aussage. Riesen-Musical-Fan und fährt da voll drauf ab. Beetlejuice ist da absolutes Lieblingsmusical. Andere Musicals werden leidenschaftlich verachtet. Wicked zum Beispiel mag er gar nicht. Und für mich ist das so, ja, okay. West Side Story ist ein Musical-Film. Also gibt es ja als Film, den ich immer ganz gerne mochte, aber ich finde es dann auch immer anstrengend irgendwie. So, und Hamilton habe ich den 3,5 Stunden Film mit meinem Sohn zusammen geguckt und vor 2 Jahren oder so, als es neu auf Disney Plus war und ich war begeistert. Also es hat mich keine Sekunde gelangweilt. Es ist Musik, die ich eigentlich gar nicht so höre. Also Hip-Hop, Rap, keine Ahnung, sowas. Modern, viel Sprechgesang. Ist eigentlich gar nicht meine Musikrichtung. Aber hat mich total gekickt. Also hat mir echt Spaß gemacht. Und es gibt nicht viel Choreografien und Tanz und sowas, ein bisschen was, aber anders als in anderen Musicals. Also bei König der Löwen lebt ja alles von dem ganzen Bühnenbild und den Tänzen und diese Choreografien, wie sie da mit diesen besonderen, ja, wie heißt das, Kostümen, dann da irgendwie diese Tiere nachstellen und so. Das ist ja ein ganz großer Bestandteil dessen. Also die Musik ist natürlich irgendwie da, aber ohne das Bühnenbild und die Choreografie und die Kostüme wäre es das, glaube ich, nicht. Und das gilt für ganz viele Musicals, außer Hamilton. Also meistens stehen sie auf der Bühne und sind irgendwie cool oder so. Manchmal wird ein bisschen getanzt, aber das ist nicht das Wesentliche. Also Hamilton ist ein Musical, das hören wir auch manchmal einfach im Autoradio auf längeren Autofahrten oder so, weil wir uns auf diese Musik auch alle einigen können. Das macht halt Spaß. Und ja, das wollen wir jetzt auf Englisch uns anschauen und haben uns Tickets gebucht für London. Eigentlich wäre es natürlich cool, das in New York zu gucken, aber das ist ja doch nochmal ein bisschen weiter weg als London. Genau, You'll Be Back ist übrigens ein Song, der sich bei uns in der Familie als Signature-Karaoke-Song entwickelt. Ich habe auf der Geburtstagsfeier von Katrin Rönecke den Song zum Besten gegeben, als wir Karaoke gemacht haben. Sturzbetrunken, es gibt leider ein Video davon, das darf aber niemals in die Öffentlichkeit gelangen. Ich fand mich super. Und jetzt haben wir ein Video von Mareile, von meiner Tochter bekommen, wo sie es auch in einer Karaoke-Bar singt. Und es ist natürlich mindestens genauso großartig, wie ich das gemacht habe. Vielleicht nicht ganz so betrunken. Ja, ein sehr lustiger Song. Kann man gut bringen auf Karaoke-Partys. Ja, Hamilton, das ist so der Haupt irgendwie Programmpunkt für London. Und da sind wir schon ganz gespannt,
Die Kinder wollen noch ein weiteres Musical anschauen. Das habe ich schon wieder vergessen, was. Aber da gehe ich dann lieber lecker essen mit meiner Frau. Wir lieben beide indisches Essen. Das geht in London auch sehr, sehr gut. Bei Die Schum zum Beispiel. Also da haben wir einen Tisch gebucht. Ja, es gibt ja ganz viele leckere Restaurants in London. Ist einfach noch internationaler als Hamburg, wobei Hamburg schon ganz international ist. Ja, und ansonsten passieren halt so Dinge in London. Wir wollen einen neuen Sherlock Holmes Escape Room ausprobieren, weil Sherlock Holmes sind wir auch alle Fans und Escape Rooms machen Spaß. Ist leider sehr teuer, aber soll wohl ganz gut sein. Und dann schauen wir uns das mal an. Ja, ansonsten, ich habe immer das Bedürfnis, so eine Urlaubsreise gut zu planen und irgendwie darauf zu achten, dass wir nichts Essentielles verpassen. Aber in London verpassen wir sowieso ganz viel und haben trotzdem jede Menge Erlebnisse. Deswegen versuche ich mich damit abzufinden, dass wir so ein paar Eckpfeiler haben und uns ansonsten halt eher so treiben lassen. Haben so ein paar Sachen noch irgendwie so grob ins Auge gefasst, was wir mal so machen könnten. Aber ich glaube, das passiert uns dann auch eher so. Und ich habe keinerlei Sorge, dass wir uns langweilen in London. Ja, ganz anders in Cornwall. Da wollen wir uns langweilen, denn das ist quasi direkt nach London dann unser Kontrastprogramm. Wir haben ein Airbnb in New Quay an der Nordküste von Cornwall. Und das Ziel ist dort tatsächlich Kontrast zu London, also Ruhe, Natur, Wandern. Und Cornwall ist ja groß und wir wollen durchaus auch mal irgendwie drumherum fahren, ein paar Sachen angucken, die nicht hier direkt New Quay sind. Oder da in der Nähe, so einmal ganz im Westen, Mousehole und Land's End und sowas irgendwie. Aber ansonsten geht es da eher darum, uns Gärten anzugucken, ein bisschen das Auto stehen lassen. Also tatsächlich in London haben wir auch kein Auto. Da fahren wir natürlich mit der U-Bahn, mit dem Bus. Aber dann für Cornwall und Oxford haben wir uns ein Auto gemietet. Das wollen wir aber auch nicht den ganzen Tag, also wir wollen nicht den ganzen Tag im Auto sitzen, sondern wir wollen halt viel in der Natur verbringen, die Küste genießen, Wind um die Nase wehen lassen. Ja. Und irgendwie mal ein bisschen zur Ruhe kommen. Ich habe auch das Gefühl, in London werden wir kaum Zeit in unserer Wohnung verbringen, was schade ist, weil wir ein sehr, sehr cooles Airbnb gefunden haben, auch sehr teuer, aber was will man machen, wenn man nicht jeden Tag stundenlang in die Stadt rein und wieder raus pendeln will und zu viert reist und jeder möchte ein Bett haben und nicht auf dem Sofa pennen? Ja, ist halt teuer, egal. Und trotzdem werden wir da halt viel draußen sein. In Cornwall kann ich mir vorstellen, dass die Kinder da halt auch viel Zeit in der Wohnung verbringen, weil sie bestimmt keinen Bock haben, so viel mit uns zu wandern, wie wir wandern wollen. Vielleicht werde ich auch mal alleine unterwegs sein, ich weiß es noch gar nicht. Das lasse ich auch komplett auf mich zukommen. Also da habe ich auch so ein paar Punkte, die ich ansteuern will. Ein Sonnenuntergangsfoto. Ein bisschen westlich von New Quay gibt es irgendwie einen Ort, wo man irgendwie so durch so zwei Felsen durchfotografieren kann. Das habe ich irgendwie vor. Und das war es auch schon. Sonnenaufgang an der Südküste von Cornwall fotografieren. Weiß auch nicht. Viel Zeit draußen verbringen und einfach gucken, was so passiert. Und es gibt da diese tollen Gärten. Also so botanische Gärten, die hübsch angelegt sind und ja, dank des, nicht des Golfstroms, sondern der Nordatlantikströmung. Also, habe ich auch jetzt wieder dazulernen müssen. Der Golfstrom ist ja gar nicht das, was es bei uns warm macht, sondern der Golfstrom ist im Westatlantik an der Küste der USA, fließt der, glaube ich, längs. Und er wird dann, durchaus schiebt er quasi die warmen Wassermengen irgendwie in den Nordatlantik, die dann irgendwann auch über die Nordatlantikströmung dann nach Irland und England kommen. Und die führen halt dazu, dass wir ein äußerst mildes Klima, vor allem dort in Irland und Cornwall haben. Das zieht sich dann natürlich auch weiter bis zu uns nach Deutschland. Aber dort wachsen halt Palmen an den Stränden. Nicht, weil das so weit südlich ist, sondern weil es dort einfach nie Frost gibt, quasi. Und die
subtropischen Pflanzen dort dann eben auch wachsen können, obwohl dort keine Subtropen sind. Mal gucken, wie lange noch die Nordatlantikströmung uns da mit Wärme versorgt. Genau. So, aber tatsächlich meine Angst davor, nicht gut genug vorbereitet zu sein auf die England-Reise, die, ja, es trifft auf Cornwall ein bisschen mehr zu. Am meisten trifft sie zu auf Oxford. Denn da habe ich schon das Gefühl, da will man nicht so viel in der Wohnung hocken, weil es irgendwie kulturell interessant ist. Aber es ist wahrscheinlich nicht so groß und viel und laut und überwältigend wie London. Also Oxford ist ja doch ein kleines Städtchen, da gibt es eine Uni, ein paar Colleges halt. Die Bodleian Library steht natürlich bei uns auf dem Programm, weil da viele Drehorte sind, Harry Potter und ich glaube auch Game of Thrones, ich weiß gar nicht. Ja, alle möglichen Sachen werden da gefilmt, weil das einfach schöne Orte sind. Da kann man auch einfach Zeit verbringen, das ist auch schön, aber 5 Tage in der Bodleian Library ist vielleicht ein bisschen viel. Und ganz genau weiß ich nicht, was wir da alles machen. Und da habe ich so ein bisschen, nicht Panik, aber so Sorge, dass ich da zu schlecht vorbereitet bin. Falls ihr das hier also zeitnah hört und noch Tipps habt, was wir in Oxford machen sollen, immer her damit. Wir wollen einen Tagesausflug nach Bristol machen. Oder auf dem Weg von Cornwall nach Oxford in Bristol anhalten und Banksy Murals anschauen. Banksy ist ja dieser Street-Art-Künstler, der wahrscheinlich aus Bristol kommt, man weiß es ja gar nicht so genau, aber dort hat er die meisten gemacht. Ja, und dann haben wir halt Oxford noch. Ja, eventuell machen wir auch noch einen Tagesausflug nach Brighton, weil Mareile ein paar Tage vor uns zurückfliegt und dann müssen wir sie sehr, sehr früh zum Flughafen bringen nach Heathrow. Und dann sind wir schon quasi von Oxford aus halbe Strecke nach Brighton, könnten dann quasi da nochmal weiterfahren. Sky möchte sehr, sehr gerne nach Brighton, weil da ein paar YouTuber oder Twitcher oder irgendwas leben, die sie eher toll findet. Und ich habe keine Ahnung. Also scheint ja auch ein nettes kleines Städtchen zu sein. Kann man sich auch mal anschauen, an der Südküste von England. Wenn wir da hinfahren, ziehe ich mir auf jeden Fall ein St. Pauli-T-Shirt an und klinge mal bei Brighton Hove, so heißt der Fußballverein, Brighton Hove in Albion oder so, die uns den Trainer abgekauft haben, Fabian Hürzeler, der ehemalige St. Pauli-Trainer, ist jetzt dort und dann klingel ich da mal und frage nach der Ablöse, dass ich die abholen soll für den Verein. Ich komme dann ja am St. Pauli-T-Shirt, geben sie mir ja bestimmt. Zumindest fahre ich hin mit St. Pauli-T-Shirt und wenn mich irgendein Brighton-Fan drauf anspricht, sage ich ihm viel Spaß mit Fabian Hürzeler. Denn ich habe wirklich 1,5 Jahre gebraucht, um mich damit anzufreunden, dass Fabian Hürzeler unser Trainer ist. Sportlich hat er definitiv eine sehr, sehr gute Arbeit gemacht. Aber so richtig nah bin ich ihm nie gekommen. Er war immer eher distanziert, hat nie so richtig verstanden, was im Verein eigentlich abgeht. Ständig irgendwie merkwürdigen Äußerungen gemacht, die irgendwie nur so ganz oberflächlich irgendwie mit dem Verein zu tun hatten, so wie ich ihn kenne. Und erst bei der Aufstiegsfeier habe ich ihn so richtig ins Herz geschlossen. Also nicht, weil wir aufgestiegen sind, sondern weil er auf der Aufstiegsfeier halt so total abgegangen ist. Da war überhaupt nichts Oberflächliches mehr. Da war irgendwie sehr viel Emotion und sehr viel Feiern. Ja, wie er heiser auf dem, wie heißt der Platz? An der Reeperbahn, wo wir dann irgendwie den Aufstieg gefeiert haben, wo er da ins Mikro gegrölt hat. Und man hat es ihm irgendwie abgenommen. Ich habe es ihm abgenommen, dass er irgendwie sehr glücklich ist und sich identifiziert. Und dann gesagt hat, irgendwie gemeinsam rocken wir die erste Liga und er freut sich irgendwie auf die Zeit mit uns nach der Sommerpause. Und ja, da habe ich gedacht so, okay, jetzt bin ich bereit, ihn zu akzeptieren als unseren neuen Trainer.
Es ist mir wirklich schwer gefallen, weil ich ein großer Timo Schulz-Fan war und dass der gefeuert worden ist und sein Co-Trainer dann Trainer geworden ist. Ich hatte es schon mal erzählt. Ich bin einfach nicht warm geworden mit ihm. Jetzt war ich endlich warm mit ihm und dann haut er ab, nachdem er gerade solche Sachen gesagt hat, weil er unbedingt Trainer in der Premier League sein möchte. Ich kann das verstehen, klar. Also, das war sein Vorbildverein, wo er sich viel abgeguckt hat. Und dass die ihn jetzt einstellen wollen, er jetzt jüngster Premier League Trainer aller Zeiten sein kann, sei es ihm gegönnt. Aber hinterher trauern tue ich ihm nicht. Ich bin so ein bisschen irritiert, dass ich so in allerletzter Minute quasi mit ihm warm geworden bin und er mich dann irgendwie verarscht. So, das ist so, hä? Naja, gut, dann eben doch nicht. Alles gut, soll er weg sein. Wir haben einen neuen Trainer Alexander Blessin. Oh, der jetzt zuletzt in Belgien trainiert hat, aber ein Stuttgarter, ein Schwabe. Badener? Nee, Baden ist weiter südwestlich. Jetzt komme ich wieder durcheinander mit deutschen Regionen. Wo wir gerade dabei sind, irgendwie Urlaub zu machen in Regionen, also als Deutscher sollte ich vielleicht mal Urlaub in Deutschland machen und rausfinden. Ich glaube, Stuttgart ist Schwaben, oder? Ja. Zumindest spricht er einen merkwürdigen Akzent. Aber sehr sympathisch. Und er ist auch ansonsten, also der Akzent ist sympathisch und auch ansonsten war sein Auftreten bisher sehr sympathisch. Bin gespannt, ob er es schafft, uns in der ersten Liga zu halten. Ah, jetzt bin ich noch schön abgeschwiffen Richtung Fußball. Ah, ich wollte eigentlich sowieso, genau, die nächste Episode rede ich wieder über Fußball, denn das ist ja quasi Saisonvorbereitung für die erste Bundesliga-Saison. Für den ersten Verein der Stadt, die Nummer 1 der Stadt, FC St. Pauli, spielt in der Bundesliga nach 13 Jahren in der zweiten Liga endlich wieder erste Bundesliga. Ja, das mache ich in der nächsten Episode. Jetzt fange ich mal an hier mit Vorlesen. Und das erste, was ich euch vorlese, ist ein Gedicht von Rainer Maria Rilke. Wir sind in der Ausgabe Sämtliche Gedichte in einem Band, vollständige Ausgabe, bei Position 2048. Das ist lustig, weil das eine Zweierpotenz ist. 30% von der Gesamtausgabe. Und das Kapitel heißt Das Buch der Bilder des ersten Buches. Und das Gedicht heißt Mädchenmelancholie. Mir fällt ein junger Ritter ein, fast wie ein alter Spruch. Der kam. So kommt manchmal im Hain der große Sturm und hüllt dich ein. Der ging, so lässt das Binnendein der großen Glocken dich allein, oft mitten im Gebet. Dann willst du in die Stille schreien und weinst doch nur ganz leis hinein, tief in dein kühles Tuch. Mir fällt ein junger Ritter ein, der weit in Waffen geht. Sein Lächeln war so weich und fein, wie Glanz auf altem Elfenbein, wie Heimweh, wie ein Weihnachtsschnein im dunklen Dorf, wie Türkisstein, um den sich lauter Perlen reihen, wie Mondenschein auf einem lieben Buch. Ja, sehr schön. Und schon sind wir bei Herrn Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft. Das habe ich hier auf Papier. Also keine Positionsangabe, aber ich muss mal Licht anmachen. Schon dunkel. Wo ist denn der Lichtschalter? Und wir sind im zweiten Band auf Seite. Was habe ich denn da aufgeschrieben? 522, es war wahrscheinlich 552, oder? Auf Seite B 815. Mittendrin. Genau. Transzendentale Methodenlehre, Disziplin in Ansehung der Beweise. Augen zu und zugehört. Die zweite Eigentümlichkeit transzendentaler Beweise ist diese, dass zu jedem transzendentalen Satze
nur ein einziger Beweis gefunden werden könne. Soll ich nicht aus Begriffen, sondern aus der Anschauung, die einem Begriffe korrespondiert, es sei nun eine reine Anschauung, wie in der Mathematik oder empirische, wie in der Naturwissenschaft schließen, so gibt mir die zum Grunde gelegte Anschauung mannigfaltigen Stoff zu synthetischen Sätzen, welchen ich auf mehr als eine Art verknüpfen und indem ich von mehr als einem Punkte ausgehen darf, durch verschiedene Wege zu demselben Satze gelangen kann. Nun geht aber aus einer jeden transzendentalen ein jeder transzendentaler Satz bloß von einem Begriff aus und sagt die synthetische Bedingung der Möglichkeit des Gegenstandes nach diesem Begriffe. Der Beweisgrund kann also nur ein einziger sein, weil außer diesem Begriffe nichts weiter ist, wodurch der Gegenstand bestimmt werden könnte. Der Beweis also nichts weiter als die Bestimmung eines Gegenstandes überhaupt nach diesem Begriffe, der auch nur ein einziger ist, enthalten kann. Wir hatten zum Beispiel in der transzendentalen Analytik den Grundsatz, alles was geschieht, hat eine Ursache, aus der einzigen Bedingung der objektiven Möglichkeit eines Begriffs von dem, was überhaupt geschieht, gezogen, dass die Bestimmung einer Begebenheit in der Zeit, mithin diese Begebenheit als zur Erfahrung gehörig, ohne unter einer solchen dynamischen Regel zu stehen, unmöglich wäre. Dieses ist nun auch der einzig mögliche Beweisgrund, denn dadurch nur, dass dem Begriffe vermittels des Gesetzes der Kausalität ein Gegenstand bestimmt wird, hat die vorgestellte Begebenheit objektive Gültigkeit, das heißt Wahrheit. Man hat zwar noch andere Beweise von diesem Grundsatze, zum Beispiel aus der Zufälligkeit versucht, allein wenn dieser beim Lichte betrachtet wird, so kann man kein Kennzeichen der Zufälligkeit auffinden als das Geschehen, das heißt das Dasein, von welchem ein Nichtsein des Gegenstandes vorhergeht und kommt also immer wiederum auf den nämlichen Beweisgrund zurück. Wenn der Satz bewiesen werden soll, alles was denkt ist einfach, so hält man sich nicht bei dem Mannigfaltigen des Denkens auf, sondern beharrt bloß bei dem Begriffe des Ich, welcher einfach ist und worauf alles Denken bezogen wird. Ebenso ist es mit dem transzendentalen Beweise vom Dasein Gottes bewandt, welcher lediglich auf der Reziprokabilität der Begriffe vom realsten und notwendigen Wesen beruht und nirgend anders gesucht werden kann. Ja. Bis hierhin vielleicht. Genau. Ich hoffe, ihr habt alle eine gute Reisevorbereitung, die euren Ansprüchen genügt. Egal, ob ihr irgendwie euch gut vorbereitet haben wollt oder ob euch Vorbereitung so schlimm ist, wenn ihr denn überhaupt reist. Wenn ihr nicht reist, ist das natürlich irrelevant. Auf jeden Fall wünsche ich euch gute Erholung, vor allem ausreichend viel Schlaf. Egal, ob ihr Urlaub habt oder nicht, egal, ob ihr reist oder nicht, denn Schlafen ist immer wichtig. Ich hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.